Seit vielen Jahren begleiten wir die Firma Westtech und ihre Kunden mit unseren Kameras. Die Woodcracker-Einsatzreportagen sind inzwischen ein fester Bestandteil unseres YouTube-Kanals. Doch wer steckt eigentlich hinter den orangen Maschinen zum Bäume schneiden, Holz spalten und Wurzeln roden? Die Antwort geben wir euch in diesem Video. Zusammen mit Firmengründer Werner Steininger reisen wir zurück in die Anfangszeit. Wir zeigen euch, wie die Geräte entwickelt und gebaut werden und wo sie überall zum Einsatz kommen. Nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern in Europa und auf der ganzen Welt. Viel Spaß mit der Woodcracker Story. Ein Vierkanthof in der Gemeinde Weizenkirchen in Oberösterreich. In der elterlichen Werkstatt tüftelt Werner Steininger an einer Lösung, um dicke Baumstämme zu spalten, damit das Holz besser trocknen kann, bevor es zu Hackschnitzeln verarbeitet wird. Eine Idee hatte der junge Konstrukteur im Kopf. Nur an der technischen Umsetzung hat er sich bisher die Zähne ausgebissen. Dann war halt irgendwo der Ansatz da, wie bringen wir einen großen Baum auseinander. Und ja, im Prinzip sag ich mal, eine Zahnknummer, ein Holz reingehalten, auseinandergespalten und gegangen. Ja, okay, gut, dann probieren wir sowas. Also durch das, dass ich ein technischer Konstrukteur war, haben wir das einmal aufgerissen, einmal aufgezeichnet und einmal einen Versuch gemacht. Ja. Und ja, die Teile ausgeschnitten und zusammengebracht und ja, weil halt auch nicht viel Material da war, in der Nähe ist ein Schrotthändler aus dem Schrotthaufen im Prinzip einen Zylinder rausgefangen. Und das hat halt am Anfang schon richtig gefeigert. Also es war ein Drama, das zum Laufen zu bringen. Aber irgendwann ist dann einmal gegangen und dann haben wir in der Nähe eine große Eschen fällen müssen. Und das war quasi unser erster Einsatz, wo wir dann die Eschen inklusive den Wurzelstock dann gleich aufgespalten haben. Die Herangehensweise, Holz auf diese ungewöhnliche Art und Weise zu spalten, stieß auf großes Interesse. Und so kam es, dass Werner noch im selben Jahr seine eigene Firma gründete. Ein mutiger Schritt, an den er sich noch heute gut erinnert. Ich habe allein angefangen, 2005. Das Sparbuch war 38.000 Euro groß, kann man sagen. Ne? Ich habe 35.000 Euro gebraucht für das Sparbuch, wiederum. Daheim meine Eltern haben gesagt, du springst da komplett das schöne Geld in sowas zu investieren. Ne? Heb das lieber auf und mach was anderes damit. Ne? Und tatsächlich halt dann 35.000 Euro waren für die Einlage, für die Gründung, 3.000 Euro sind überblieben. Und mit dem war das Startkapital, wie wir heute anfangen. Also das war der Start. Seitdem sind mehr als 17 Jahre vergangen. Aus der Garagenfirma ist in der Zwischenzeit ein branchenführendes Unternehmen geworden, das eine breite Palette an Geräten für die Forstwirtschaft und zur Landschaftspflege anbietet. Zum Sortiment gehören heute neben Spaltzangen auch verschiedene Schneidköpfe, Greifersägen, Wurzelscheren und Roderechen. Entwickelt und produziert wird ausschließlich am Firmensitz in Brambachkirchen. Nachdem es in der elterlichen Hofwerkstatt zu eng wurde, ist Werner mit seiner Firma im Jahr 2008 an diesen Standort übersiedelt. Derzeit beschäftigt Westtech 68 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr konnten rund 1.400 Geräte ausgeliefert werden. Übrigens, die Firmenbezeichnung Westtech setzt sich zusammen aus dem Namenskürzel des Gründers Werner Steininger und dem Wort Technik. Der Markenname Woodcracker entstand bei einer lustigen Runde im Wirtshaus. Ich habe das dann meine Späßeln einmal gezeigt, was man halt am Abend einmal auf einem Stammtisch so zeigt und redet. Und dann hat man das Knacken so gehört vom Holz, wenn man jetzt da durchgespaltet, dann hat es so gekreischt und gekracht. Und dann hat einer gesagt von meinen Freunden, wir haben immer Spaltzange gesagt, ne? Das hört sich an wie ein Woodcracker. Ne?
okay, ist eine coole Idee, gefällt mir. Ja, haben wir einmal geschaut. Und tatsächlich war so, ja, auch damals Internet ist gekommen, ne, war im Internet dieses Wort nicht belegt, für Holz zu spalten, also ein Woodcracker und Holz zu spalten, nicht verwendet worden. Ja. Und damals unser Patentanwalt hat gesagt, wow, das ist ja voll die coole Marke oder dein coole Name, wir sollten es unbedingt zu einer Marke erheben. Und wir haben das dann auch registrieren lassen und sozusagen die Marke als Woodcracker eintragen lassen. Westtech verbaut größtenteils heimische Rohstoffe. Die wenigen Zukaufteile stammen aus dem mitteleuropäischen Ausland. Seit eh und je achtet Werner auf eine hohe Fertigungstiefe, weil er so die Qualität seiner Produkte selbst in der Hand hat. Natürlich ist von mir der Anspruch da, immer gute und hohe Qualität zu produzieren, so wie wenn ich es selber verwenden würde. Mein Anspruch ist, bau Produkte so, wie wenn du es selber verwenden würdest. Stark beanspruchte Baugruppen oder ganze Maschinen werden aus hochfestem Hardox-Stahl gefertigt. Eine KTL-Grundierung und die anschließende Pulverbeschichtung sorgen für ein ansprechendes Erscheinungsbild und gewährleisten dauerhaften Korrosionsschutz. Der hohe Qualitätsanspruch spiegelt sich in der langen Lebensdauer der Produkte wider. Das war schon immer so. Den lebendigen Beweis liefert die erste Spaltzange, die Werner im Jahr 2005 eigenhändig zusammengeschweißt hat. Das Gerät ist heute noch immer im Einsatz. Wir konnten den aktuellen Besitzer ausfindig machen und haben ihn mit der Kamera besucht. Thomas Glockner aus Gmund am Tegernsee hat nach einer Lösung zum Spalten von Stammholz gesucht. Ich habe halt irgendwas gesucht gehabt, weil mir viel starkes Holz haben und ich praktisch eine Stückgutheizung habe und wollte eine Arbeitserleichterung praktisch zum Spalten, dass man vorspalten kann, und bin dann durch Zufall auf die Maschine gekommen und aber seitdem mit der Zange. Und mir hat auch nichts anderes, ehrlich gesagt. Also für mich ist es optimal. Ich habe extreme Kraft und kann auch, sage ich mal, Holz, was nicht ganz so schön ist, auch auseinanderdrücken, spalte es vor auf 3 Meter und dann lasse ich es trocknen ein bisschen und dann schneide ich es auf und klebe es mit normalen Kleber nochmal nach. Die Spaltzange setzt der Landwirt an einem alten Schreitbagger ein, den er ebenfalls gebraucht gekauft hat. Eine stimmige Kombination, die zwar keine Höchstleistung bringt, aber zuverlässig ihren Zweck erfüllt. Als Thomas die Zange gekauft hat, war ihm nicht bewusst, dass es sich um den allerersten Woodcracker handelt. Nein, ich habe nicht gewusst, dass das die Urmaschine ist. Also ich habe die Maschine gekauft und habe dann auf der Messe mit Werner geredet und er hat mich gefragt nach der Nummer. Dann sage ich, da ist keine Nummer drin. Dann hat er gesagt, da muss die Urmaschine sein. Also, und so haben wir zusammengekommen. Neben seinem eigenen Brennholz spaltet Thomas auch in der Nachbarschaft die Stämme für den Hacker vor. Zum Umsetzen des Schreitbaggers hat sich der Tüftler eine pfiffige Lösung ausgedacht. Ja, ich tue den Schreitbagger praktisch hänge ich an. Ich glaube, die Fürst zusammen schiebe vorne einen Deichsel rein und hängen hinten am Traktor an und dann fährt er mit wie ein Kipper. Grob gesagt. Dieser erste Holzspalter entspricht heute einem Woodcracker B820, der eine Spaltkraft von 26 Tonnen erreicht. Das Sortiment wurde um weitere Größen nach unten und oben ergänzt. Das Topmodell, der Woodcracker B1800, wurde von der Lenzing AG in Auftrag gegeben, um starke Buchenstämme für die Faserproduktion vorzuspalten. Die Zange öffnet 1,80 Meter weit und erreicht eine Spaltkraft von gewaltigen 47 Tonnen. Später brachte Westtech den Woodcracker L auf den Markt. Eine liegende Spaltzange mit einem feststehenden und einem beweglichen Teil. Die Idee dazu kam von Lohnunternehmer Stefan Rachbauer,
der auf der Suche nach einem Spalter mit geringer Bauhöhe für den Einsatz auf seinem Holzhacker war. Der erste Prototyp existiert noch heute. Ja, da sehen wir den Urprototypen L-Spalter. Den haben wir entwickelt, damals mit Werner Steininger. Haben wir ja schon eine gute Bekanntschaft gehabt mit ihm. Und da hat er damals die Spaltzangen gebaut. Und uns war da die Bauhöhe einfach nicht gerecht. Jetzt haben wir da auf eine andere Form gekommen. Ursprünglich war ja der eigentlich verkehrt aufgebaut auf die Hackmaschine, auf die Wippen oben. Da haben wir eben die niedrige Bauhöhe gebraucht. Sonst hätten wir mit der Gesamttechnik Probleme dabei gehabt. Und das waren einfach so Restposten aus dem Alteisencontainer mehr oder weniger, was wir da irgendwie zusammengefunden haben. Und das hat aufs Erste eigentlich ganz gut funktioniert, so wie wir das wollten haben. Er hat nur drei Gelenkpunkte, ein Zylinder, also ganz wenig bewegliche Teile und somit einfach eine einfache, solide Maschine, ne, was langlebig ist. Man muss die unter die Schneiden machen, bei den Messer wieder, dass er ein wenig scharf, dass er wieder ein wenig besser klebt, aber sonst ist da nicht viel Wartungsaufwand. Und das System hat sich bis heute bewährt. Das System zieht auch seine Maschinen nach wie vor noch durch, bei den gleichen CL zum Beispiel. Mit wenig technischen Aufwand trotzdem viel rausholen. Ne? Heute setzt Stefan auf seinem Hacker einen aktuellen Woodcracker L700 ein. Einen weiteren L-Spalter mit kombiniertem Anbaubock nutzt er am Hoflader und am Bagger. Der Prototyp kommt nur noch selten zum Einsatz, bleibt aber als Erinnerungsstück und als Ersatzmaschine für alle Fälle am Betrieb. Der Woodcracker L wurde schnell zum Verkaufsschlager. Heute fertigt Westtech 4 verschiedene Größen und diverse Anbauvarianten. Weit verbreitet ist der Einsatz mit Standfuß am Rückewagen. Das Holz wird mit dem Kran von oben aufgelegt, gespalten und auseinandergerissen. Der Woodcracker L ist nur ein Beispiel von vielen, zu deren Entwicklung der Impuls aus der Praxis kam. Von Anwendern, die ein Problem zu lösen hatten. Es war dann schon interessant, Kunden haben die Spaltzange für andere Dinge verwendet. Hauptsächlich einmal für Wurzelstöcke aufzuspalten, für Wurzelstöcke zu roden. Die Spaltzange war da nicht geeignet dafür. Man musste oder man überlegte, wie können wir eigentlich das ein bisschen sauberer lösen und haben uns dann entschlossen, eigentlich eine rote Schere zu konstruieren. Der Woodcracker R war geboren. Eine hydraulische Schere, mit der es erstmals möglich war, Wurzelstöcke in einem Arbeitsgang zu roden und aufzuspalten. Die erdige Masse bleibt auf der Baustelle zurück. Und das saubere Holz kann im Anschluss mit dem Schredder zu einem wertvollen Brennstoff verarbeitet werden. Speziell für den französischen Markt wurde schon bald darauf der Woodcracker S400 entwickelt. Ebenfalls eine Rodeschere, die den Baumstumpf aber erdbündig abschneidet und das Wurzelmaterial im Boden zurücklässt. Ideal für erosionsgefährdete Standorte. Auch ein Roderechen gehört heute zum Sortiment, der Woodcracker G. Die Maschine gibt es in 3 verschiedenen Größen, wahlweise mit oder ohne Greiffinger. Sie eignet sich gleichermaßen zum Roden von kleinen Wurzelstöcken, aber auch zur Säuberung großer Flächen und zum Materialumschlag. Ein Gamechanger war der Woodcracker C, den Westtech erstmals 2009 präsentierte. Dabei handelt es sich um eine hydraulische Schere, mit der man ganze Bäume oder Teilstücke abschneiden, festhalten und gezielt ablegen kann. Die perfekte Maschine für Problembaumfällungen. Das Sortiment umfasst heute 4 verschiedene Modelle mit Schneiddurchmessern bis 60 cm. Ein optionaler Sammelgreifer steigert die Leistung bei der Arbeit in schwachem Holz. Die Maschine ist robust gebaut, braucht aufgrund ihres Gewichts aber auch ein kräftiges Trägerfahrzeug. Deshalb wurden schon bald kleinere Varianten der Baumschere entwickelt, beispielsweise der Woodcracker CL. Ein besonders leichter Schneidkopf für den Einsatz an kleinen Baggern oder auch am Hoflader.
Das Produkt schlägt sofort ein und wird zum Dauerbrenner im Sortiment. Aber Westtech geht noch einen Schritt weiter und präsentiert pünktlich zum 10-jährigen Firmenjubiläum den Woodcracker CS. Ein Fellgreifer, bei dem das Holz nicht von einem Messer, sondern von einer Kettensäge geschnitten wird. Dabei hatte Werner ursprünglich ganz andere Pläne. Ja, wie es halt im Leben so ist, ich habe immer gemeint, ich werde nie eine Säge bauen, aber sag niemals nie. Ja. Und dann war eigentlich die Notwendigkeit oder die Idee dafür eine Säge. Und eine Säge für feste, stehende Entnahme ist eine Challenge. Also das zu machen, ist sehr schwierig. Warum? Weil natürlich, wenn man sägt oder schneidet, man hat bei einer Stehentnahme Irritationen, das Gewicht dann zu übernehmen in den Träger. Und das Sägeschwert ist so dünn, dass es ist ganz leicht verbiegen oder kaputt geht oder demolieren lässt. Ja? Und das gefiel mir so nicht, das anzuwenden. Und da war dann die Idee, dass man das Sägeschwert pendelnd aufnimmt, um diesen Stress oder diese Verformung, was in den Eintrag kommt, das Sägeschwert ausweichen kann. Die Säge kann deutlich leichter gebaut werden als die Schere. So lassen sich mit weniger Maschinengewicht viel größere Durchmesser schneiden. Damit ist der Woodcracker CS prädestiniert für die Arbeit im starken Holz. Die Maschine verfügt über zwei kräftige Greifer, die den Stamm sicher festhalten. Das Funktionsprinzip erlaubt die stehende Entnahme von Bäumen oder Teilstücken in sensiblen Bereichen. Schnell entwickelt sich der Woodcracker CS zu der Maschine für Problembaumfällungen in Siedlungsgebieten und an Verkehrswegen. In den folgenden Jahren bringt Westtech weitere Varianten auf den Markt. Der Woodcracker CS 510 Crane eignet sich für den kardanischen Anbau an jedem Forstkran anstelle des vorhandenen Greifers. Dieser Kunde setzt die Maschine an seinem Rückewagen ein, um Bäume am Straßenrand in einem Arbeitsgang abzutragen und zu verladen. Die Kombination mit dem Westtech Schreitfuß erlaubt den Einsatz der kardanischen Säge am Bagger. Ein interessantes Zubehör ist auch die Woodcracker Telestufe, die ohne Umbauarbeiten einen beachtlichen Gewinn an Reichweite bringt. Die Greifersäge für den Teleskoplader heißt CS 750 Smart. Sie verwandelt das Trägerfahrzeug in einen leistungsfähigen Fellkran. Das Gerät schneidet Stammdurchmesser bis 75 cm und hat einen besonders starken Greifer, der den Stamm bis zum Ablegen sicher festhält. Einen absoluten Superlativ stellt der Fellertruck dar, den Westtech zusammen mit Kunden entwickelt hat. Ein mobiler Fellkran auf LKW-Basis mit enormer Reichweite zum kompromisslosen Abtragen großer Bäume. Schon früh präsentiert Westtech die verschiedenen Woodcracker-Modelle auf diversen Fachmessen im In- und Ausland. Den Durchbruch bringt aber die Werbung im Internet. Werner erinnert sich noch gut an die Anfänge. YouTube ist, glaube ich, 2005 gegründet worden und ich war von dem YouTube recht begeistert. Und da haben wir schon recht frühzeitig einfach einmal mitgefilmt, professionell, wie das Ding arbeitet. Und auf das hin ist eigentlich der Schwung gekommen und haben gesagt, ah, das funktioniert wirklich, was wir da gebaut haben. Und ja, dann ist eins zum nächsten gekommen, es waren Anfragen da, geht das wirklich, Vorführungen gemacht, in engeren Hausraum, dann nochmal ein bisschen nach Deutschland und so weiter. Haben dann natürlich auch gesehen, dass du verschiedene Größen brauchst, also das kann jetzt klein sein, das kann eine größere Maschine sein und so ist es eigentlich dann entwickelt worden. Ein Großteil der Maschinen geht heute in den Export. Bereits 2012 wurde der erste Woodcracker nach Afrika verkauft und seit 2017 ist Westtech auch in den USA aktiv. Die Geräte laufen rund um den Globus und gestalten die Arbeit einfacher, schneller und vor allem sicherer, weil keine Personen mehr im Gefahrenbereich arbeiten müssen.
Für die allermeisten Kunden ist der Woodcracker nicht mehr wegzudenken. We have learned in 10 years of experience that the conditions in South Africa or Southern Africa is harsh. We have more wear on our machines and the wood we're working with here is harder, much harder than in most other parts of the world. And therefore we need tough equipment that is over-designed to do the specific jobs we want. We bought the Westac Woodcracker for creating a safer working environment and also to speed up the harvesting process of biomass. We are looking for mechanized ways of handling these dangerous situations, and that's where we believe the Woodcracker will add much value to our business. If we didn't have our C550 and R1300, we would not be in land clearing. We would be strictly residential work. Without those two units, it would be very difficult for us to be competitive in our market. With those two units, we have an advantage over many of our competitors in our market because we just don't have the overhead that a lot of other guys would have with those. They're just so much simpler and easy to run, less maintenance, just. It's a total game changer compared to how we used to do it. Bei der Entwicklung des Krans haben wir mit Westech einen Partner gefunden, der es uns ermöglicht hat, eine Maschine zu entwickeln, die aus dem heutigen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken ist. Der Kran bringt einige Vorteile mit sich. So können wir aufgrund der hohen Knickkante und des teleskopierbaren Knickarms über Hindernisse hinwegarbeiten und können hohe Reichweiten seitlich bis 32 Meter und in der Horizontalen bis 44 Meter erzielen. My name is Matt Vuolshin and I'm from Landworks Enterprises, and we basically do anything from small to large tree removal. We specialize trees that are more hazardous, that are in locations where it's difficult for other guys to get to, whether you have that tree over your house, whether it's over the power lines, whether it's over the pool, no matter what obstacle we have, we can remove it. In this instance, we are using Westech equipment to dismantle ash trees. It was decided at the start of ash dieback in the UK that ash couldn't be felled safely by chainsaw operators because the trees were very fragile. Tree climbers very quickly said it was dangerous to climb the trees, and that they refused to do it. Latest industry guidance is that, you know, mechanization of felling ash trees is the safe way to go forward. The Woodcracker has really saved us a lot of time, and more important than that is the safety aspect. We don't have a climber up there with dead ash trees falling on the climber or potentially falling on the climber. Our top's breaking out. The drop zone is clear comparatively to doing it with regular crane work or with a bucket truck and chipper. The efficiency is unparalleled. You can shear trees at a speed that, and you know, reach up, shear a tree off in half, lay it down, grab the trunk, shear it off, lay it down. Just way faster than you'd ever do with a chainsaw. Ja, seit Oktober diesen Jahres durften wir unseren Magni in Betrieb nehmen, 30 Meter Hubhöhe und mit einer Westec Greifersäge. Der unterstützt uns seitdem bei der Fällung von Gefahrenbäumen und gestaltet somit das Arbeiten für das Personal sicherer, und wir minimieren somit die motormanuelle Holzernte. That thing is amazing. It has saved a bunch of time. There, boom, boom, and it's done. And when the Woodcracker cuts them down, he can lay the trees and the logs down on the side of the bank, and it makes it so much easier for me just to grab and chip, grab and chip. Nee, die Schere ist überhaupt gar nicht mehr wegzudenken, weil ich sag mal, dieses sichere Abtragen von Bäumen, und das gibt meiner Meinung nach nichts Vergleichbares. Auch wenn die Schere relativ schwer ist, ne? Man muss das ein bisschen einschätzen können, das Gewicht, weil man zwickt halt Sachen ab, die sind dann halt ab. Ne? Sie müssen aber auch noch irgendwo sicher runter und dazwischen. Ne? Aber es funktioniert. Ne? Auch, sag mal, Extremsituationen. Jetzt
mit dem Greifer. Wir hatten noch keinen Schaden an der Maschine bis jetzt. Ne? Uns macht unheimlich Spaß, damit zu arbeiten. Jeden Tag aufs Neue. Neben dem klassischen Sortiment zum Holzspalten und Schneiden befasst sich Westtech auch mit Maschinen zur Landschaftspflege. So sorgt beispielsweise 2017 der Mowblower für Aufsehen. Ein leichtes Mähwerk mit Wurfgebläse zum Anbau an Funkraupen. Die Maschine eignet sich zur Pflege von üppigen Grünflächen an Straßenrändern, Böschungen und an Gewässern. Der Mowblower räumt das Mähgut von der Fläche, sodass ein Nährstoffeintrag verhindert wird und eine pflegeleichte Magerwiese entsteht. Noch im selben Jahr bringt Westtech einen hydraulisch angetriebenen Mulcher für den Baggeranbau auf den Markt. Werner möchte auch solche Nischen besetzen, um die Firma breiter aufzustellen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat Westtech seine Produktionsanlagen am Firmensitz laufend modernisiert und erweitert. Aktuell wird eine neue Montagehalle fertiggestellt und ein Biomasseheizwerk errichtet, das in Zukunft die komplette Firma mit umweltfreundlicher Wärme aus Holz versorgen wird. Um seine Qualitätsvorstellungen zu realisieren, setzt Werner auf modernste Konstruktions- und Fertigungsmethoden mit Laserschneidern und Schweißrobotern. Die wichtigste Rolle spielt aber trotz allem der Mensch. Dieser Tatsache ist sich auch der Chef bewusst. Ich stelle mir immer vor, wie wenn ich Mitarbeiter wäre. Wenn ich mich in die Lage versetzen müsste und ich den Job verrichten sollte. Es muss angenehmes Klima sein, man sollte für die Arbeit gelobt werden, man sollte das Umfeld passen, es sollte lustig sein, es sollte das Kollegium passen und man sollte sich aufgehoben fühlen. Wie wenn man selbst eigentlich ja, in die Arbeit geht und diesen Job verrichtet. Bei Westtech herrscht ein familiäres Umfeld. Werner legt großen Wert auf einen partnerschaftlichen Führungsstil. Entscheidungen werden gemeinsam erarbeitet und nicht von oben herab getroffen. Dass sich die Leute wohlfühlen, beweist die geringe Fluktuation. Viele Mitarbeiter der ersten Stunde sind auch heute noch an Bord. Der Chef ist stolz auf sein Team, ohne dass die Firma heute nicht da wäre, wo sie ist. Ich möchte mich bedanken bei all meinen Mitarbeitern, bei all meinen Kunden. Mit dem Zitat von Henry Ford: Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist unser Erfolg. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Westtech hat die richtigen Werkzeuge zur richtigen Zeit. Denn die Versorgung mit Biomasse wird vermutlich auch weiterhin an Bedeutung gewinnen. Für mehr Infos über die Firma und das Produktsortiment besucht die Website und die Social-Media-Kanäle des Herstellers. Weitere Videos und spannende Einsatzreportagen über die Woodcracker-Maschinen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.